Liebe Eltern, Großeltern und sonstige Schenkende, gleich vorweg, dieser Quadrocopter oder auch Drohne ist kein Spielzeug. Wie man sieht, die Propeller haben Handlänge und drehen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Und auch das Fluggewicht dieses günstigen Fluggerätes ist mit 440 Gramm nichts mal eben für Kinderhände. Kein Spaß, Haftpflichtversicherung ist zwingend abzuschließen, da die meisten dieses Risiko nicht abdecken. Und auch eine feuerfeste Plakette ist anzubringen. Schaut euch in Deutschland die Drohnenverordnung an und in anderen Ländern beachtet die dort gültigen Gesetze. Hier die 4-Hock-Drohne im Vergleich zur Mavic Air. Was bekommt man also für seine rund 200 Euro? Da wäre das Fluggerät an sich, auf das ich später noch eingehe. Zwei Akkus, die man fest im Gerät einklipst und dann noch sichert. Als Transportschutz steckt eine Kappe auf den Anschlüssen. Den würde ich auch mal wieder drauf machen, damit der Akku nicht aus Versehen die Drohne startet. Über den weißen Stecker wird der Akku geladen. Zum Laden ist dieses Ladegerät dabei. Etwas fummelig die Angelegenheit. Geladen wird über Micro-USB, also auch mit Powerbank im Auto und sonst wo. Zwei LEDs zeigen den Status. Die Anleitung und kleiner Tipp, auch als Profi sollte man die vorher lesen, da man nach jedem Akku einsetzen die Drohne neu kalibrieren muss. Dazu erst hinstellen und dann um die verschiedenen Achsen drehen. Das steht alles im Handbuch und ohne hebt sie nicht ab, musste ich lernen. Dann Werkzeug zum Beispiel zum Propellerwechsel. Einen ganzen Satz Ersatzpropeller ist auch dabei. Hier ist auch darauf zu achten, dass der richtige Propeller an die richtige Stelle montiert wird. Steht aber auch im Handbuch. Kommen wir zur Fernbedienung. Die Antennen sind einklappbar und sollten mit den flachen Seiten immer zum Fluggerät zeigen. Man braucht 4 AA-Batterien, welche nicht dabei sind. Sehr verwundert war ich über die Menge an Fake-Knöpfen. Scheint so ein China-Ding zu sein. Hat DJI auch. Brauche ich also auch? Sind sogar beschriftet und nicht mal beweglich, sind also so Teil des Gehäuses sogar. Mit dem Schiebeschalter auf der Vorderseite wird sie eingeschaltet. Das Display unten gibt ein paar Infos zur Signalqualität und den Akkuständen etc. weiter. Die LED da oben hilft, den Einschaltzustand zu erkennen. Ansonsten hier noch ein paar Fake-Knöpfe. Andere wie Aufnahme, Return to Home, Lock, Autostart, Lande, die sind jedoch echt. Man kann zwischen zwei Steuermodi und Headless und Normalfliegen umschalten. Die Sticks fühlen sich ganz gut an und das haben sie später auch bewiesen. Dann kann man hier oben noch so ein Loch freilegen, wo eine Handyhalterung reinkommt. Für zum Beispiel das iPhone X auch sehr gut geeignet. Apropos Handy, hier das Live-Bild der Drone X App. Das Handy wird mit dem Wi-Fi der Drohne verbunden und bekommt neben dem Bild noch ein paar Fluginfos wie GPS-Genauigkeit, Entfernung zum Startpunkt, Höhe, wo die Drohne auf der Landkarte gerade ist, Akkustand und was man hier noch so sieht. Man kann hier auch die Videoaufnahme starten und beenden oder ein Foto machen. Zusätzlich kann man die Waypoints festlegen. Das Bild ist flüssig und bis zu 2 Meter Entfernung absolut stabil. Okay, Flug- und Bildqualität. Hier unbearbeitetes Material. Die Kamera nimmt mit Full HD auf, jedoch mit leicht schwankender FPS. Liegt so um 24 Bilder, aber geht mal runter auf 23 und fast hoch bis 25. Es ist eine fix nach vorne mit leichten Winkel nach unten schauende Weitwinkellinse. Kein Gimbal und keine eingebaute Software-Bildstabilisierung wie bei der Tello. Bildqualität ist, naja, einfach selber hier ein Bild machen. Ich würde sagen, Software wie Premiere Pro ist zwingend erforderlich, alleine um das Bild zu stabilisieren. Die Windanfälligkeit, das ist bei der Drohne nicht besser als bei anderen günstigen Modellen. Es wird halt versucht, über Lageerkennung gegenzusteuern. Aber wie man in dem Video erkennt, ist das teilweise etwas wackelig. Da hilft auch das GPS nicht, weil es dafür zu ungenau ist. Ansonsten ist das GPS jedoch sehr cool. Die Home-Funktion funktioniert einwandfrei. Manuell oder auch wenn der Akkustand kritisch ist, kommt die Drohne zurück. Auch die Waypoints werden super und automatisch nachgeflogen. Was ich nicht zum Laufen bekommen habe, ist das Tracking-System. Ein Akku reicht an diesem nicht sehr windigen Tag für ca. 11 Minuten Flugzeit. Nachladen dauert echt lange. 3-4 Stunden pro Akku. Die Drohne kann etwa so 200 Meter um die Fernbedienung rumfliegen. Danach reißt das Signal ab. Nun die Frage, hot or not? Ganz schwierige Frage. Es ist die beste Billigdrohne, die ich bisher hatte. Und für 200 Euro sehr, sehr geil.
Aber wer gute Aufnahmen machen will, der muss viel tiefer in die Tasche greifen und das Dreifache oder Vierfache ausgehen.